Heute habe ich euch mitgenommen in den Essener Süden und zwar bin ich hier gerade im Stadtteil Essen-Werden. Ich habe hier und im Stadtteil Essen-Bredeney und Kettwig zusammen mit den Heimat- und Verkehrsvereinen ein Projekt entwickelt. Und zwar sind das die Essener Ruhrperlen. Hier geht es um Stadtteilrundgänge, die die Heimatvereine vor einigen Jahren entwickelt haben und in Form eines Buches rausgebracht haben. Ja, ich bin dazugekommen, um das Ganze etwas zu überarbeiten und zu modernisieren. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie können wir das tun. Es gibt mittlerweile eine Internetseite, die da heißt www.essener-ruhrperlen.de. Auf dieser Internetseite findet man alle Objekte dieses Rundweges und der Rundgänge der einzelnen Stadtteile. Wir möchten natürlich, dass in den Stadtteilen das Ganze erkundet wird. Deswegen haben wir an den einzelnen Objekten kleine Acryltäfelchen aufgebracht, auf denen jeweils ein QR-Code abgebildet ist, mit dem man dann per Smartphone auf die jeweilige Seite der Internetplattform gelangt und dort dann Zusatzinformationen bekommt, Textform in Form von Bildern, und neu in diesem Jahr ist Audio dazugekommen. Man kann sich das Ganze halt auch vorlesen lassen. So, ich bin jetzt hier an der Station Werdener Kräutergarten. Hier seht ihr, wie diese Acryltäfelchen aussehen. Wir haben den QR-Code, wir haben das Logo oben integriert, natürlich, damit man das überall wiedererkennt. Und ich gehe jetzt hier einfach mal mit meinem Smartphone ran und mit meinem Programm, mit dem ich diesen Code scannen kann. So, und mal sehen, wie das funktioniert. Und zwar hat er jetzt schon erkannt, wo er hingehen soll. Ich drücke jetzt hier mal auf Go Online. Und dann kann man hier ganz schön sehen. Ich schaue mal, dass das nicht so blendet, genau. Dass wir jetzt hier auf dem Werdener Kräuter- und Heilpflanzengarten gelandet sind. Wir haben hier eine Übersicht der Bilder. Wir haben hier unten die Hörfassung, die integriert ist. Ich starte diese jetzt mal. Rundgang Werden, Station 10. Werdener Kräuter- und Heilpflanzengarten. Ja, und so geht es dann weiter. Hier bekommt man Textinformationen. Hier nochmal eine Standortkarte, auf der man sehen kann, wo man sich gerade befindet. Und unten drunter schließen sich nochmal die Tipps an, wenn man sagen möchte, okay, ich möchte gerne noch eine andere Station des Rundwegs sehen, dass man hier auch direkt weiter navigieren kann und kommt dann halt auch über diese Plattform direkt zu einem anderen Objekt, wenn man nicht direkt weitergehen will. Ja, so sieht das Ganze dann aus.